Hallo Taschenmesserfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, die guten Vorsätze, also mal einen Monat die Füße stillzuhalten und mal kein Taschenmesserchen zu kaufen. Ja, das sind wie die guten Vorsätze an Silvester, ne? Die halten bis zum 2. oder 3. Januar und dann kommt wieder irgendeiner und macht wieder irgendwo eine Aktion, wo man wieder zuschlagen muss. Und ich habe mir wieder mal ein kleines Moki gekauft. Die Dinger kommen ja aus Japan und haben eine sehr hohe Verarbeitungsqualität. Seit 1907 kommt hier in dieser schönen Pappschachtel, Made in Japan, sehr schön. Und zwar das Modell MK610J, der Red Fox. So, noch weitere Aufkleber drauf, aber schauen wir mal rein. Jawohl, verbirgt sich unter dieser Wellpappe ein Taschenmesserchen und ein wunderschönes Gürtel-Etui. Das ist ja auch mal. Also die legen nicht immer nur Wert aufs Messer, sondern die legen auch immer wunderschöne Etuis mit dazu, ne? Und ich meine, so ein elegantes kleines Taschenmesser, das punktet erst richtig auch noch in einer schönen Verpackung. So, hier in diesem kleinen Täschchen kommt dieser kleine Red Fox zum Vorschein. Und hier haben wir ein wunderschön runterpoliertes, massives Edelstahlheft, Edelstahlfeder mit wunderschönen Holzeinlagearbeiten. Wunderschönes, rötlich-braun schimmerndes, so verknorrig und knochig, und das sieht aus wie ein schönes Wurzelholz. Ne? Wunderschön. Ich hoffe, man kann den roten Schimmer einigermaßen erkennen von diesen tollen Holzeinlagen. Backlock sieht man so hier, ne? Also eine verriegelte Klinge und eine schöne kleine scharfe polierte AOS-8 Klinge. Der Stahl kommt auch aus Japan, ist rostfrei, da hast du also keinen Stress. Das wäre nur mit dem Ding wirklich mal was. Schneidest auch mal Fruchtsäuren oder irgend sowas, dass das nicht gleich anläuft, ne? Das ist natürlich wirklich ein kleines Messer, aber mein lieber Scholle, schön scharf. Auf der Klinge haben wir hier Moki. Auf der anderen Seite eben nur der Aufdruck AOS-8 und Japan. Schön polierte Klinge. Darf man eigentlich gar nicht anfassen, hast du sofort wieder Fettabdrücke da drauf. Sitzt natürlich Bombe, hat kein Spiel, und Moki ist ja bekannt dafür, auch für die Präzision. Wenn du hier den Rücken anschaust, da spürst du, da siehst du ja nicht mal fast den Übergang zwischen den Platinen oder halt vom Heft, vom Messerkörper zur Feder, zur Klinge hier vorne, wo alle vier Teile zusammenkommen. Da kannst du drüber fahren, da spürst du keine Übergänge. Also die Jungs, die hier diese Messer hier finishen und polieren, die machen einen verdammt guten Job bei Mokina. Super. Ist natürlich nichts für großartige Arbeiten, ne? Das brauchst du nicht mit in den Wald nehmen. Aber damit schneidest du wunderbar Verpackungen auf, Briefe, alles mögliche, kleine Food-Geschichten, ne? Von was man eben diese kleinen Gentleman-Taschenmesser hernehmen kann, die man sich wunderbar in die Hosentaschen stecken kann. Also wir haben ja bei der längsten Entfernung 65 Millimeter Klinge bei einer Gesamtlänge von 14,6 cm. Das Heft hat kurze 83 mm. Also wirklich sehr kompakt. Das stört in keiner Hose. Wir haben hier eine Klingenstärke von, ja, dickste Stelle, 2,3 mm. Und dieses schlanke, elegante Mini-Messerchen bringt auf die Waage genau 40 Gramm. Das entspricht 1,4 Unzen. Mitgeliefert wird dieses wunderschön, mit Sicherheit von Hand genähte, jawohl, hier steht sie sogar noch drauf, Handmade. Also nee, das ist wahrscheinlich die Messer und die Marke an sich, aber das Ding wird genauso in Handarbeit hergestellt sein. Außen mit einem rotbräunlichen Leder, innen mit einer schwarzen Einlage. Irgendein Kunststoff.
Da kann man eben schön das Messerchen einsetzen, mit dem Druckknopf verschließen und man hat hier eine eingenähte Gürtelschlaufe. Da bekommt man wahrscheinlich einen 3 cm Gürtel, dürfte man da noch durchbekommen, sofern man das nicht einfach so in der Hosentasche trägt, um das Messer wieder ein bisschen hier vor Kratzer zu schützen, wenn es vielleicht mit dem Schlüsselbund zusammen in der Hosentasche sitzt. Oder vielleicht wirklich am Gürtel, ne? Ich meine, macht sich wunderschön diese Tasche, ne? So, zum Größenvergleich habe ich hier mal den kleinen Gent Folder von Böker Plus, das Titanium Blues. Und wir haben ja hier ebenfalls fast gleiche Klingenmaße, aber das Heft ist natürlich um einiges größer, die Klinge ist auch höher, aber sonst beides ähnliche Größe. Geht noch gerade bei mir knapp auf 4 Finger, wird knapp, ne? Also Handschuhgröße 10 ist da schon drüber. Bis Handschuhgröße 9 kannst du die noch schön tragen. Unterschied natürlich hier, ne? Zweihand, Einhandbedienung. Da greift bei uns selbst bei diesem Mini-Messerchen, der 42A, das hast du bei diesem kleinen Gentleman Folder nicht. Oh, Fingerabdrücke drauf, ne? Ja, so schön die polierten Klingen auch sind, man sieht halt wirklich alles drauf. Sehr schön, der Moki Red Fox. Ein tolles Gentleman Taschenmesser. So, ich sag danke fürs Reinzeppen, bewerten, kommentieren. Wir sehen uns hier bald wieder auf dem Kanal beim Hebeli zu einem neuen Messervideo. Bis dahin sage ich, mindestens ein kleines Taschenmesserchen einstecken sind sehr sinnvolle, praktische, nützliche Werkzeuge für jeden Tag. Okay, Leute, bye bye, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Video.